Die Eventkette zum Auge vom Seitan beginnt im Süden bis Südwesten von der Meerenge der Verwüstung zum Auge von Seitan anbekommen. In den Katakomben. Im ersten Teil geht es eigentlich nur darum, diese Särge hier mit den Flammenwerfern zu zerstören. Wobei das auch ohne Flammenwerfer ganz gut geht. Und man muss sich gegen kleinere Mobgruppen wehren. Der gefrorene Stund startet. Alles nicht wirklich dramatisch, das bekommt man auch ganz gut alleine hin. Man bekommt im Grunde sowieso alles alleine hin, bis auf die letzte Prequest. Und die letzte Prequest ist eigentlich auch schwieriger als das Hauptevent. Hier im zweiten Raum, wo die restlichen Särge stehen und auch fortan, ist dieser Schleim eigentlich das Nervigste. Am besten nimmt man den sofort aus. Genau wie die Bogenschützen, die nerven einfach nur rum. Pre-Events zum Feuerelement haben begonnen. Wenn die Quest erledigt ist, gibt es als nächstes einen Veteran, das auferstandene Gespenst. Aber auch das stellt keine sonderlich große Bedrohung dar. Ist das erledigt, gibt es gleich den nächsten Gegner hinterher. Den auferstandenen Adeligen. Auch der ist nicht sonderlich kompliziert, nerviger ist vielmehr der Schleim hier. Und genau diese orianischen Spektralgötzen. Alles eigentlich kein Problem. Wenn dieses Event abgeschlossen ist, müssen wir in einen anderen Ort wandern. Und dazwischen kann auch eine Pause liegen von durchaus mehreren Minuten. Das muss nicht flüssig in einem Stück durchgehen. Hängt wahrscheinlich davon ab, wie lange es her ist, dass die Eventkette beendet worden ist. Keine Ahnung. Aber ich habe letztes Mal gut eine Viertelstunde warten müssen. Das ist jetzt zu Ende. Wir verlassen dann die Katakomben nach Osten und bewegen uns Richtung Süden der Meerenge der Verwüstung in den kleinen Sumpf. Genau dorthin, dort beginnt dann das nächste Event. Und hier geht es darum, diese Luftabwehrkanone zu zerstören, bevor dann der Nachschub landet. Auch alles gar kein Problem. Wenn man möchte, kann man versuchen, diesen Minen hier auszuweichen. Wenn das erledigt ist, landet halt dieser Nachschubtrupp und der wandert dann wieder zurück Richtung Katakomben und muss dabei beschützt werden.
Auch nicht großartig kompliziert. Holt man damit dann letzten Endes wieder in den Katakomben, wo man sie gerade verlassen hat. Jetzt wandert der Trupp da rein und wird in drei Räumen nach Gegenständen suchen. Das läuft auch alles gleich ab. Die NPCs suchen dann in der Gegend rum und dann spawnt eine große Mobgruppe, die angreift. Das ist alles auch nicht kompliziert, lässt sich auch alles noch alleine machen. Im dritten Raum ist nach diesem Spawn dieser Gruppe, da spawnt dann eine auferstandene Abscheulichkeit und die hat es allerdings in sich. Da sollte man nach Möglichkeit nicht mehr allein sein, man sollte allerdings auch nicht mit 10 Spielern drin sein, man sollte eine größere Truppe dabei haben. Denn der haut, wenn man nicht aufpasst, richtig rein. Das ist sie auch schon. Im Regelfall kann man eigentlich allen Angriffen gut ausweichen. Allerdings ist es nicht immer so ganz einfach, der Feuerschamane ist da. Das auch wirklich im richtigen Augenblick zu machen, weil man es wirklich die ganze Zeit machen muss und irgendwann ist auch die Energie mal zu Ende. Und wenn man sich dann noch so relativ unrühmlich anstellt wie ich hier, liegt man auch 3-4 Mal komplett tot auf dem Boden. Aber egal, das Ziel zählt. Ja, man sieht auch, warum die Gruppe relativ groß sein sollte. Ständiges Retzen ist auch durchaus sinnvoll, auch von den Kompletttoten, da der Weg bis hierhin ja doch relativ weit ist, da die Wegmarken in der Nähe ja fast immer umkämpft sind. Retreat!
I owe you my life. Pain is easing. Reinforcements requested. Feuer Elemental läuft. Our intelligence strongly pointed to these catacombs. Your intelligence had better be right. This is turning into a waste of our time. Waste? I've killed at least a score of the Risen myself. Thanks for the help. That's gotta count for something. If that's all we wanted to do, we could have stayed at Trinity. This mission has a higher purpose. Keep moving. Buster! To do some real damage. This room may be our last chance of finding anything worthwhile. The markings on this coffin are unique. I think it's worth searching for artifacts. Take your time.
It's not like I have anywhere better to be. Your complaining is hardly facilitating a quicker expedition. Please be silent. Nothing again. Jetzt beginnt das Hauptevent. Das Auge des Seitans spawnt und im Vergleich zur Abscheulichkeit von vorhin ist das eigentlich eher langweilig und bloßes Draufgehämmere und kein großartiges Problem. Das Auge des Seitans ist da. Wenn das Auge erledigt ist, bekommt man seine Belohnungskiste. Allerdings ist die Kette noch nicht abgeschlossen. Man kriegt zwar für die Quest, die jetzt noch folgt, keine Belohnung mehr, weil die ist ja jetzt schon verteilt worden. Allerdings muss die Quest, die jetzt folgt, abgeschlossen werden, damit die Kette resetten kann und das nächste Mal gestartet werden kann. Das heißt, wenn das Event gar nicht mehr startet, kann es sein, dass jemand diese Quest nicht gemacht hat. Deswegen macht man sie am besten gleich mit, ist auch nicht sonderlich schwer. Es geht eigentlich nur darum, diese Truppe hier nochmal nach draußen zu begleiten. Das dauert auch nicht wirklich lang, 2 Minuten. Und man muss nur kleinere Mobgruppen bewältigen. Kein großes Problem. Duty calls. I have answered. I'm in. Save yourself. Retreat. White bunch.